anderthalb, zwei Stunden. Wie schön, super, fand's ja auch gut. Wir haben gedacht, schnell die Rechner am Stuhl. Nichts bleibt, wie es ist. Weder die Natur noch das Leben. Und schon recht nicht das Wetter. Als wir beim Schwedentrip 2015 nach circa 2 Wochen unter blauem Himmel das Paddelrevier wechseln, wechselt sich auch schlagartig die Farbe des Himmels über uns. Es wird nun grau und regnerisch, dazu auch immer wieder windig. Und jetzt erst tritt das ganz, ganz typische Skandinavien-Feeling auf. Nämlich, das ist weder immer schön noch südländisch sonnig, sondern echt durchwachsen. Doch wer nun glaubt, dass wir unser schönes Biwakleben beenden, uns in den beheizten Wohnwagen zurückziehen, ein bisschen lesen und vielleicht gelegentlich Pilze sammeln, der irrt. Jetzt erst geht das los, was wir eigentlich im Kopf haben, nämlich das echte Überleben unter erschwerten Bedingungen. Ja, nun, jetzt erst zeigt sich, was unsere Ausrüstung taugt und was wir noch taugen und ob unser Paddelkumpan Raimund Pinder aus dem Saarland so wetterfest ist, wie wir glauben. Nun, um es gleich vorwegzunehmen, es taugt alles so viel wie gewünscht. Und wir haben weiterhin Spaß auf dieser Skandinavienreise, die nun einen anderen, einen bunteren, einen härteren Charakter bekommt. Aber schau selbst, im Mittelpunkt meiner Filmerei und Fotografiererei steht jetzt nicht mehr die brillante Landschaft, sondern unser tagtägliches Lagerleben, unser nackter Kampf ums Überleben, unser Spiel mit dem Feuer. Einem Lagerfeuer, das nun erstmals auf unserer Schwedenreise 2015 überlebenswichtig wird. Denn ohne Feuer könnten wir jetzt abziehen. Ich glaube, ich habe es schon im vorherigen Clip erwähnt, zu den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen einer solchen Tour gehören nun wasserdichte und windstabile Zelte, ein Regendach, das uns als Outdoor-Wohnzimmer dient und angemessene Kleidung und vor allem Packsäcke, in denen diese Kleidung wasserdicht verpackt sein kann. Wenn die Ausrüstung gut ist, darf das Wetter ruhig schlecht sein. Wie man auf diesen Aufnahmen sieht, geht es uns super gut und alles ist paletti. We'll be right back.
nicht versteh und ich seh, dass ich niemals versteh und ich schrei, weil ich sehe und spür, ich bin frei. Doch das Leben vergeht, ich möchte sehen und es verstehen. Ich möchte gehen und zuletzt ziehen, ich will bestehen und es verstehen, denn ich bin frei. Ja, ich bin frei, so frei. Ich bin frei. Okay. Tja, und auf dieser zweiten Kanu-Gepäcktour beim Schwedentrip 2015 sind wir sogar so frei, uns hier bei dieser Tour mehrere Fehler zu leisten. Zunächst habe ich auf dem Östrasilen die Karte falsch gelesen, wir sind in den falschen Arm gepaddelt und nun mussten wir sogar eine Schleuse umtragen, weil wir keine Ahnung von den Öffnungszeiten hatten. Jetzt im August wird das Schleusen nämlich nur noch ab mittags 12 Uhr angeboten. Aber egal, wir haben das Ding hier umtragen. Raimund muss seine Steueranlage reparieren, was ihm leider nicht gelingt und was ziemlich doof ist, denn ohne Steuer ist Paddeln bei Wind recht schwierig. Aber wie dem auch sei, heute reißt der Himmel auf und nun werden wir gleich den Westrasilen hinaufpaddeln, um zur Schleuse Gustavsforsch und in den Lelang zu gelangen. Nun schauen wir mal, ob uns das gelingt oder ob wir wieder ein wenig die Orientierung verlieren. Aber ehrlich gesagt, das ist uns ziemlich wurscht, denn der Weg ist das Ziel und der Weg darf ruhig mal falsch sein. Und wenn wir die Faxen dick haben, schlagen wir einfach irgendwo hier an den Ufern des Lelang unser Zeltlager auf, denn das ist in Schweden erlaubt. Wir müssen also nicht unbedingt irgendwo hin und alles dran setzen, dass wir auch irgendwo einen Campingplatz oder einen Zielort erreichen. Ich erinnere mich gerade daran, dass genau auf diesem Felsen wir mit unserem Old Town Tram angelandet haben und ich habe dir die Windel gewechselt. Ja, ich würde es jetzt ganz flach, da konntest du mit dem Kanadier eben drauf, ohne Wind. Dieser Schwedentrip 2015 ist für meine Tochter Samira und für mich auch eine Remember- und Revival-Tour, denn wir sind nicht das erste Mal hier. Dalsland und die Region sind nicht Neuland für uns, sondern in Samiras Kleinkindzeit sind wir hier öfter mit Kanadier und riesigem Zeltgepäck durch die Gegend gezogen. Es war aktuell nun 2015 Samiras Wunsch, eine solche Schwedenreise endlich mal zu wiederholen. Und da sind wir gerade dabei und diese Wiederholung ist einfach genauso schön wie die Touren damals. Die großen Natur- und Seenlandschaften Mittelschwedens haben sich in den letzten 15 Jahren nicht geändert. Und das ist einfach schön so. Wenn man nach langer Zeit andernorts hinkommt, ist man oft enttäuscht, weil sich vieles geändert hat, alles verbaut ist, alles kaputt gemacht worden ist, was man einst geliebt und geschätzt hat. Hier in Schweden ist das nicht der Fall. Im Gegenteil, es sieht wirklich naturgetreu so aus wie einst. Selbst die Schleusenkammern haben diesen romantischen alten Flair von früher beibehalten. Das gefällt mir.
das. Forsch ist so der kulturelle Mittelpunkt hier dieser Region. Hier gibt es eine Gastronomie und einige hundert Meter entfernt sogar einen Landhandel, den wir später sogar aufsuchen müssen, da wir nicht mehr genug zu essen haben. Späten Nachmittag dieses durchwachsenen Tages entdecken wir wieder eine wunderbare Stelle, einen super gut geeigneten wilden Biwakplatz, auf dem wir ein wetterfestes Lager einrichten. Und ich muss gestehen, erstmals sind wir auf dieser Tour leicht pikiert von deutschen Randalierern, deutschen besoffenen jungen Paddlern, die auf der gegenüberliegenden Insel auf einem offiziellen Biwakplatz rumkrakeelen und sich unmöglich und unfreundlich und typisch doof benehmen. Manchmal sind wir keineswegs stolz darauf, Deutsche zu sein, sondern wir müssen uns dafür schämen, denn ein solches Benehmen ist in Skandinavien einfach skandalös und unmöglich und wird von der dortigen Bevölkerung mit Sicherheit nicht gerade verherrlichend schön wahrgenommen. Ich muss jetzt an mich halten, um nicht weiter auszurasten und mir diesen wunderschönen Tag hier auf diesem Lelang, auf diesem Biwakplatz zu versauen. Denn in Wirklichkeit ist es hier auch wunderschön und Gefühl und Spur. The drum, like the heart, has a beat that gives us life. It is the first sound that we hear even from our mother's womb. Each drum has a spirit, and each singer awakens these spirits to come out for the dancers and the people. The songs are not written down, but are remembered by our singers to help our people to remember our ancestors and our traditional ways, which we will pass down to our children. There are many types of songs. There are songs of happiness. There are songs of thanks, songs of honor, and even songs of sadness.
With the beating of the drum, every person is affected in a different way. Starkregen und heftiger Wind nageln uns auf unserem guten Biwakplatz am Eingang zum Lelang 2 Tage fest und wir nutzen die Gelegenheit, zu Fuß zum Landhandel nach Gustavsorsch zu laufen und uns mit neuem Essen einzudecken. Also alles in allem halb so wild. Wie man hier sieht, ist heute ein wirklich fantastischer Tag und unser erfahrener Paddelkumpan Raimund schafft es sogar, aus einer geschlossenen Gastronomie 3 Kaffee to go zu ergattern. Das gefällt mir ganz besonders. Luigi! Ja, ist da. Denn ich muss gestehen, man sieht es hier, nun wird es auch für uns hier auf diesem Biwakplatz ein bisschen ungemütlich und wir müssen uns auf einem benachbarten offiziellen Biwakplatz ein bisschen von dem dort gebunkerten Brennholz ausleihen. Denn ohne Feuer sehen wir jetzt verdammt alt und vor allem sehr nass aus. Nichts bleibt so, wie es ist und auch an den dunkelsten Tagen bricht immer wieder mal der Himmel auf und ein fantastisches Licht ergießt sich über diese wunderschöne schwedische Seenlandschaft und wir filmen und fotografieren uns nahezu besoffen. Thank you.
dass wir da wieder eine riesen Show draus machen.